Ihre Waffen haben Sie weiterhin in Feuerbereitschaft, doch die Soldaten, die wir hier in Brovary, nordöstlich von Kiew, treffen, sind merklich entspannter als noch vor einer Woche. Da waren die Russen nur wenige Kilometer entfernt von ihren Schützengräben. Inzwischen habe man sie 50 Kilometer weit zurückgedrängt, unter hohen eigenen Verlusten, sagt uns ein Kommandeur. Der Unterschied sei jedoch, sie hätten ihre Soldaten geborgen, die Russen hätten ihre toten Kameraden einfach im Wald liegen lassen. Die Soldaten sagen uns eines, während wir hier gerade wieder Geschützdonner hören, dass sie bald diese Gräben verlassen können, die Stellung verlassen können, sei unwahrscheinlich, denn sie erwarten weitere Angriffe durch die russischen Streitkräfte. Eine neue Waffenlieferung ist gerade angekommen, sogenannte Stielhandgranaten, noch aus Sowjetzeiten, aber immer noch effektiv, geben sich die Soldaten überzeugt. Es macht sich Optimismus breit. Militärisch habe man die Lage in der gesamten Hauptstadtregion momentan unter Kontrolle. Putin muss und wird sterben, tönt er. Besser heute als morgen. Wir verachten alle Russen, weil sie unser Land zerstören wollen. Sie müssen aus der Ukraine vertrieben werden. Doch bis dahin dürfte es ein sehr weiter Weg sein.